Latein einfach erklärt die Perfektbildung durch Reduplikation bzw. durch Verdopplung. Heute lernt ihr eine letzte Art der Perfektbildung kennen. Dabei wird am Wortbeginn des Verbs ein Konsonant verdoppelt, also dupliziert, wenn man von ihm das Perfekt bildet. Manchmal spricht man auch vom Stotterperfekt, was aber politisch nicht ganz korrekt ist. Daher bleiben wir beim Begriff Verdopplungsperfekt. Einige Beispiele. Die bekanntesten Verben, die ein Verdopplungsperfekt bilden, sind dare, geben. Zum Beispiel do wird zu dedi, ich habe gegeben, ich gab. Und stare, stehen, sto wird zu stedi, ich habe gestanden, ich stand. Auch cadere, fallen, bildet ein Verdopplungsperfekt. Cado wird zu cecidi, ich bin gefallen, ich fiel. Ihr seht, dass sich auch die Vokale der Verben ändern können, sodass es wichtig ist, die Perfektformen dazu zu lernen, damit ihr wisst, woher die Perfektformen stammen. Ab jetzt stehen ja im Wortschatz immer bei den Verben die Perfektformen dabei. Diese sind jetzt immer automatisch mitzulernen. Ihr werdet aber sehen, dass es euch meistens klar sein wird, von welchem Verb die jeweilige Perfektform stammt. Perfekt! Jetzt kennt ihr alle Arten, wie im Lateinischen das Perfekt gebildet werden kann. Latein einfach erklärt die Perfektbildung durch Reduplikation oder einfacher gesagt durch Verdopplung.